Mein Name ist Olaf Überscheer. Ich bin hier für die Mensch-Technik-Interaktion berufen an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Mensch-Technik-Interaktion ist ein weites Feld. Wir haben da natürlich ganz verschiedene Bereiche im Leben damit abgedeckt und die werden auch quasi von den Inhalten tangiert. Ein Punkt ist natürlich der, dass wir in unserem täglichen Leben permanent mit Technik zu tun haben. Man denke nur an das Handy, an die Smartwatch und so weiter. Also Technik und Alltag gehören fest verbunden zueinander. Die kann man nicht trennen. Natürlich ist die Frage auch, was wollen wir in diesem Studiengang erreichen? Welche Inhalte wollen wir vermitteln? Auch da könnte man jetzt wahrscheinlich eine Stunde oder noch länger darüber reden. Aber ein Punkt ist eben auch der, dass wir natürlich auch den Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen oder auch am alltäglichen Leben in dem gewohnten Umfang teilzuhaben, diese Möglichkeit geben. Also indem wir durch Technik Unterstützung bieten, die eben eine Teilhabe am normalen Leben wieder ermöglicht oder überhaupt erst ermöglicht, wenn zum Beispiel auch vielleicht eine Beeinträchtigung seit der Geburt besteht. Also viele Aspekte, die man da mit im Auge behalten muss. Und ein Punkt ist natürlich der, wenn man als Absolventin, Absolvent später einmal diese Dinge entwickeln möchte, die Technik quasi für die Menschen entwickeln möchte, dann muss man zwingend in der Lage sein, sich in die Lage dieser betroffenen Person hineinzuversetzen. Und das sagt sich leichter als getan. Also gerade die Dinge, die uns auch vielleicht alle im Alter irgendwann mal betreffen, wie eben Einschränkung des Sehvermögens, Einschränkung der Hörfähigkeit oder auch schon Bewegungseinschränkungen, die kann man sich relativ schwer vorstellen, wenn man das im Alltag nicht irgendwie vielleicht doch schon mal erlebt hat. Und zu dem Zweck haben wir auch unter anderem eben einen Anzug angeschafft, einen sogenannten Alterssimulationsanzug. Der Name ist Programm. Das heißt, da wird durch verschiedene Komponenten das Alter simuliert. Heißt also, wir haben zum einen die Simulation, dass die Sinneswahrnehmung beeinträchtigt sind. Also man kriegt dann zum Beispiel Kopfhörer auf, die auch noch so einen Tinnitus simulieren, also ein permanentes Fieben oder Brummen, damit natürlich die Kommunikation, die verbale Kommunikation beeinträchtigen. Wir haben auch in diesem Anzug quasi eine Brille, die kann man sich wirklich vorstellen wie so eine richtige Aschenbecherbrille, also extremer Brechwert und damit sehr stark eingeschränktes Sichtfeld auch. Auch das allein ist schon eine Erfahrung, die man wirklich einmal einfach mal wirken lassen muss auf sich, um zu merken, wie schwer es unter diesen Umständen ist, überhaupt eine normale Unterhaltung zu führen. Weil eben Gestik, Mimik, all die Dinge, die wir unterbewusst wahrnehmen, werden dann nur noch teilweise halt übermittelt. Ja, und zu guter Letzt natürlich die gesamte Bewegung, also auch der alltägliche, ich sag mal, Gang vielleicht zum Supermarkt oder auch einfach die Treppe hoch, Treppe runter, wird natürlich enorm schwer, wenn die Gelenke aufgrund vielleicht von Vorerkrankungen oder auch aufgrund von Alterserscheinungen eben nicht mehr den Bewegungsumfang haben. Das heißt, man kann vielleicht die Knie nicht mehr gut beugen oder strecken oder ist halt schwerer, also auch entsprechend muskulär vielleicht beeinträchtigt. Und dazu wird bei diesem Anzug eben durch, Zusatzmassen, die an richtigen Stellen platziert sind, hervorgerufen, dass eben die Bewegung schwerer wird und auch die Bewegungseinschränkung spürbar wird. Also man kann nicht mehr den Arm zum Beispiel in voller Gänze strecken oder das Bein eben nicht komplett, wie man es gewohnt ist, bewegen. Und das ist, denke ich, ein sehr eindrucksvoller Erfahrungswert, den man da sammeln kann. Und darum lassen wir auch regelmäßig unsere Studierenden einmal in diesen Anzug schlüpfen, um einfach selber im wahrsten Sinne am eigenen Leib mal zu spüren, wie das eigentlich ist, ohne quasi die normalen Sinneswahrnehmungen oder mit eingeschränkten Sinneswahrnehmungen nur den Alltag zu erleben und auch die Bewegung eben entsprechend nur eingeschränkt durchführen zu können. Die werden natürlich dann auch direkt eingehen können in die spätere Entwicklung von Produkten. Ein Erfahrungswert, den wir auch immer gespiegelt bekommen, ist eben der, dass zum Beispiel die für uns alltägliche Bedienung von einem Handy, also eine App-Bedienung quasi, natürlich mit den Einschränkungen, die zum Beispiel das Alter mit sich bringt, nicht mehr einfach ist, im Gegenteil manchmal sogar fast unmöglich wird. Das heißt also Schriftzeichen vielleicht zu klein, Kontraste zu gering oder auch einfach das haptische Feedback fehlt. Man weiß gar nicht, hat man jetzt wirklich den Knopf quasi gedrückt oder nicht. Und das sind Dinge, die werden natürlich dann entsprechend berücksichtigt werden müssen. Und dafür haben wir dann eben auch genau diesen, den Plan, das Konzept, dass man eben zielgruppenzentriert Produkte entwickelt für die Mensch-Technik-Interaktion. Heißt also, dass nicht jeder Nutzer, jede Nutzerin das gleiche Produkt bekommt, sondern abhängig eben von den körperlichen, auch von den zum Teil natürlich auch kognitiven Voraussetzungen, dann gewisse
Modifikationen an zum Beispiel der Handy-App vorgenommen werden, um am Ende für alle diejenigen, die es bedienen wollen und müssen, dort eine adäquate Bedienungsmöglichkeit zu schaffen. Das ist die eine Erfahrung. Der andere Punkt natürlich auch der, dass man sich erstmal vergegenwärtigen kann als Studierende, wie man sich auch in andere Lagen hineinversetzen kann. Das kann man hier wirklich sehr physisch am Körper spüren, aber auch im übertragenen Sinne natürlich die Perspektive einmal zu wechseln und dann zu schauen, okay, Dinge, die für mich jetzt normalerweise komplett klar sind, die sind dann eben nicht mehr gegeben. Das heißt also auch bewusst im übertragenen Sinne diesen Perspektivwechsel einmal zu schaffen, von dem Entwickler zum Anwender und zurück.